Hallo, meine Freunde der Kunst und der Kreativität. Heute sind wir schon in der dritten Runde mit unserer Upgrade-Box. Dieses ist die 23. Box und ich hoffe inständig, dass mit dieser Box alles okay ist, weil unser Postbote hat es anscheinend dieses Mal wirklich etwas verbummelt. Erstens kam die Box erst am 21. an und dann stand sie den ganzen Tag in der prallen Sonne und ich hoffe inständig, dass da drin Art Supplies sind, denen Sonne nicht so viel ausgemacht hätte, dass sie uns jetzt irgendwie kaputt gegangen sind. Sehen wir doch mal rein! So, wie immer, keine Schere. Wir wissen es ja jetzt schon von mir. Ich bin kein Scherenmensch. Bin gespannt, was diesmal drin ist, weil es ist ja effektiv unsere letzte Artbox. Und ich habe mir schon überlegt, dass wir vielleicht nochmal das Abo verlängern um 3 Boxen. Jetzt gucken wir mal rein. Message for myself. Have fun. Okay, das werden wir wohl hinkriegen. Fangen wir erst mit den Stiften an. Und wie immer, man kriegt dieses Krepppapier nicht auf, ohne alles zu zerreißen. Ui. Wir haben einige Stifte diesmal. Wir haben einen, was haben wir denn hier? Tombow ABT Pro, also alkoholbasiert, P553. Die Farbe, wir haben, wenn ich das richtig sehe, hier eine Brush-Spitze und eine, ich glaube, das heißt Bullet Nips sind das. Auf jeden Fall eine breitere. Wir haben auch von der gleichen Sorte die P992, auch Brushspitze und die dicke Spitze am Ende. Nochmal haben wir von der gleichen Marke P977, auch gleiche Spitzenart wie bei den anderen beiden. Jetzt haben wir einen Sharpie S-Note Creative Marker, aber ich glaube, eine Farbe steht da jetzt diesbezüglich nicht drauf. Nein, ich sehe nicht. Dann haben wir noch einen Sharpie, gleich S-Note auch, keine Farbe drauf. Er ist gelb. Ja, wir haben braun und gelb. Dann haben wir einen, ich würde sagen, das ist ein Goldmarker von der Marke Pentouch. Ja, genau. Gold, wir haben, des Weiteren, ich vermute mal, das ist ein schwarzer Marker. Also steht drauf Pigment Sensei. Also ich würde sagen, wir haben da einen schwarzen Marker zum Outlines ziehen und einen Bleistift haben wir auch noch bekommen. Es ist ein HB-Bleistift, mit dem werden wir dann unsere Skizze vorskizzieren. Und ja, Bleistifte habe ich zwar nur mass, aber man kann ja nie genug haben, ne? Hier diesmal mit ein paar witzigen Yes, okay, I'm Smiley dabei, I'm OMG, okay. Oh, hier haben wir die Kunst des Künstlers. Ihr Name ist Milktuar Art. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Milktuar Art. Wie ich sehe, macht sie wahrscheinlich viel mit Markern. Oh, ja, sie macht viel mit Markern. Mir gefällt der Stil, der ist echt nicht schlecht, ne? Also, ja, kann man machen. Dann haben wir noch... Oh, wir haben viel mehr Papier diesmal. Oh ja, guckt euch das an. Wir haben diesmal extrem viel Papier. Das heißt, wir können sehr viel Smooth Grain. Okay, wir haben 20 Blätter. Es ist ultra soft und ein 250 Gramm Papier. Es heißt nicht, ist nicht die Bullet Nip. Es ist die Chisel Tip, die wir haben. Und eben die Brush Tip. Ich sag immer Nip anstatt Tip. Ja. Wir haben hier einmal die Erklärung, natürlich, wie das Ganze funktioniert. Wir haben die Sharpies, die habe ich jetzt zum Beispiel noch nie benutzt. Genau, hier haben wir unseren Marker, mit dem werden wir dann unsere Outlines ziehen oder halt auch dunklere Stellen ausmalen. Er verspielt nicht mit Alkoholmarkern, das ist wunderschön und ist auch dauerhaft wasserfest und lichtbeständig. Und er drückt uns nicht durchs Papier, das ist auch immer sehr schön, wenn wir keine Farben durchs Papier blutend haben. Unser Goldstift ist auch wasserfest und lichtbeständig. Er hat eine deckende Qualitätstinte, das werden wir dann nachher wohl direkt mal ausprobieren. Er hält auf also eigentlich allen Flächen so ziemlich, wie ich sehe, Papier, Karton, Kunststoff, Holz, Glas, Porzellan und Metall. Da haben wir wieder das Interview mit dem Artist. Hier haben wir dann wieder die ganzen Battles, die die letzten Male stattgefunden haben. Okay, diesen Monat sollen wir unsere Kreativität mit dem Thema Galaxy zu Papier bringen. Uff. Okay,
Ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen, weil unsere Künstlerin hier hat ja Rottöne dabei gehabt. Die haben wir jetzt nicht. Und ich vermute mal, jetzt muss ich kurz mal nachgucken im Heftchen, ob das wieder so eine Zufallsauswahl war. Oh nein, okay. Also Leute, wir haben halt wieder richtig ins Klo gegriffen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben das Thema Galaxy und wir haben von den Sharpies 2 von 24 Farben bekommen. Und ich finde jetzt tatsächlich, blöd gesagt, das gefällt mir jetzt gerade an dieser Artbox nicht. Ich habe 3 Brauntöne, ich habe ein Blau und ich habe ein Gelb. Und das ist für Galaxy-Thema einfach, ich will nicht sagen beschissen, aber beschissen. Weil dieser Braunton hätte ausgetauscht werden können durch irgendwie noch einen Blauton, einen Rotton oder sonstiges. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen schade, weil guckt euch jetzt mal diese kleine Farbpalette an. Ich habe Braun, 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 Gelb und ein helles Blau. Es ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich so eine für mich gefühlt misslungene Farbauswahl bekommen habe. Hier sehen wir jetzt einmal, wie es durchgeblutet hat. Eindeutig diese Farben, die sich eher miteinander layern lassen, werden uns eher durchbluten als die Sharpies, oder? Ja, nee, die Sharpies haben hier oben nicht durchgedrückt, komplett gar nicht. Ich werde mich jetzt mal erkundigen, welche Farben ich hier fabrizieren kann. Gut, also ich habe jetzt eine Zeit lang gebraucht, irgendwas zu finden, wo ich mir sage, was ich mit diesen Farben auch visuell hinbekommen werde. Und ich habe damals gerne die Serie Voltron gesehen und ich werde jetzt einfach mal versuchen, ob ich ein Gemälde von Hank hinkriege. Das war der gelbe Defender und mit seinem Löwen zusammen. Und dann gucken wir mal, ob wir das auch hinkriegen. So, meine Freunde, ich habe jetzt mal so unsere Skizze vorbereitet. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, Hank und Pitch von Voltron zu malen. Als Tech-Team, sage ich mal, weil die zwei ja immer so die beiden Techniker waren. Die zwei, die so zusammen experimentiert haben und geforscht haben. Und ja, jetzt gehen wir dann mal ins Line Art ziehen und dann werden wir das Ganze mal kolorieren und mal gucken, wo uns der Weg so hinführt, weil ich bin mit den Farben etwas verhalten.
Leute, wir haben es geschafft, mit diesen Farben ein Kunstwerk zu erstellen. Tatsächlich ging auf der Hälfte der Strecke so ein bisschen meine Motivation flöten. Was tatsächlich mitunter daran liegt, dass wir eben diese drei Brauntöne haben und ich damit einfach, blöd gesagt, echt keine guten Farben mischen konnte. Also für mich gefühlt nicht. Für mich war das einfach so, ja, eine sehr misslungene Farbauswahl. Da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich jetzt mit dieser Art Box nicht zufrieden bin, so ganz und gar nicht. Weil ich hätte mir einfach einen Rotton gewünscht. Also ich hätte jetzt einfach, wenn ich Upgrade gewesen wäre und ich liefere schon standardmäßig zwei Brauntöne mit, hätte ich aus den Sharpies nicht noch weitere Brauntöne mit aufgenommen in das Sortiment. Also in die Artbox selber, sondern hätte gesagt, nein, wir brauchen eben zu dem Blau und irgendeiner anderen Farbe, vielleicht ein Rot, ein Lila, ein Violett, keine Ahnung, noch ein weiteres Blau, einfach, dass man da vielleicht auch ein Grün, ich meine, wir haben Grün, hätten Grün mischen können, aber wie ihr seht, ich habe es versucht, das Grün hat sich eher semi mischen lassen aus dem Gelb und dem Blau. Dementsprechend konnte ich leider auch bei der Pitch nicht das Grün schön rausarbeiten. Ich habe es versucht, so gut es ging, aber es ging halt nicht. Genauso mit ihrem Farbton für die Haut. Hätte ich ein Rot gehabt, so wie es eben die Künstlerin hier gehabt hätte, hätte ich zumindest eben eine wunderschöne Hautfarbe, so ein Rosé machen können, aber mit einzig allein Brauntönen bin ich da leider ein bisschen aufgeschmissen gewesen, für mich gefühlt zumindest. Ich bin nicht so begeistert, aber wir haben es geschafft. Aber in allem hoffe ich, dass die nächste Artbox tatsächlich für uns besser ausgeht und ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren unten lassen, ob ihr vielleicht auch andere Artboxen habt, die ihr gerne mal sehen würdet. Dass ich da einfach vielleicht auch mal noch eine andere Artbox mit aufnehme oder eben erstmal statt Upgrade dann eine andere vorstelle, wie Scrawlerbox oder Palette Full Snack. Oder auch wenn ihr jetzt wisst, es gibt in Deutschland noch eine weitere Firma, die Artboxen herstellt, die vielleicht vielversprechend wären und ihr würdet da gerne sehen, wie sich diese Artboxen so entwickeln. Über die Monate hinweg könnt ihr mir da gerne so eine Info in der Kommentarbox lassen. Und dann würde ich da auch dementsprechend gucken, ob wir noch eine andere Artbox ausprobieren. Aber bis dahin sehen wir uns nächsten Monat wieder mit einer neuen Upgrade-Box. Also auf Wiedersehen, Leute. Tschüssi.